Ich möchte mit euch heute einmal das Ergebnis besprechen, meine Anfrage an euch, welches Auto ich mir denn jetzt in nächster Zeit näher anschauen soll, um gegebenenfalls im nächsten Jahr mit einem neuen E-Auto zu starten. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, ich hatte euch ja letztes Mal gefragt, was denn so eure Favoriten wären für ein neues Elektroauto. Und ich hatte euch natürlich auch so ein paar Eckdaten mitgegeben, wo ich gesagt habe, na, das wäre mir schon so ein bisschen wichtig. Und ich sage an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die mir hier ein paar Hinweise gegeben haben. Und es waren nicht gerade wenige. Ja. Das ist natürlich immer relativ schwierig mit den Autos. Was soll man da nehmen? Wir haben das Ganze jetzt mal folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Tabelle zusammengestellt mit all den Fahrzeugen, die ihr uns genannt habt. Hab auch schon mal geguckt, welche Stimmen denn da vergeben worden sind, ob es da Gegenstimmen gegeben hat. Hat es tatsächlich, aber gar nicht so extrem, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Also vom Ganzen her relativ viel Positives hinein in der Fahrzeugauswahl. Ja, welche Fahrzeuge habt ihr mir denn da genannt? Ich möchte sie jetzt gar nicht alle durchlesen oder vorlesen, weil ich glaube, da reicht es, wenn wir euch gleich einfach mal eine Einblendung machen mit den ganzen Fahrzeugen, die ihr aufgeführt habt für uns. Ich möchte einfach mal ein paar rausgreifen, wo ich dann sage, ja, da bin ich ganz bei euch. Da haben wir nämlich selber auch schon mal so dran gedacht. Wir haben zum Beispiel einmal den Airways U5. Der steht zwar bei uns auf dem letzten Platz der Stimmen, die genannt worden sind, aber ihr werdet lachen, wir haben tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ob der Wagen vielleicht nicht doch was für uns wäre. Zum anderen steht hier ein Wagen, der kommt jetzt aus unserer eigenen Ecke, und zwar den Electric Brands X-Bus. Der wurde ja letztes Jahr vorgestellt und meine Reaktion auf die Vorstellung war, der ist total knuffig und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das mein neues Stadtauto werden könnte. Ja, mit ein bisschen mehr Ausstattungswünschen, also ich würde ihn nicht so nackig nehmen wollen, aber er hat mir schon in der Präsentation sehr gut gefallen. Wir haben dann zum Beispiel auch noch den Aura Cat, auch der gefiel mir sehr gut in der Präsentation. Auch der wurde ja letztes Jahr neu vorgestellt, sollte dieses Jahr also verfügbar sein. Wir wollen mal schauen, ob wir irgendwo die Möglichkeit haben, an dieses Fahrzeug heranzukommen und da eine Probefahrt mitzumachen. Dann waren natürlich die üblichen Verdächtigen mit dabei, wie einmal der Renault Twizy und der Twingo Electric. Wobei ich da so ein bisschen uneins bin, also der Twizy, der ist witzig. Den sehe ich hier sogar schon öfters bei uns rumfahren, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das so für mich das Richtige wäre, weil bedenkt bitte, ich habe 4 Hunde hier sitzen plus noch einen Ehemann. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die in eine Twizy reinbekommen soll. Vielleicht so als vordere Kühlehaubenfigur die Hunde angeschnallt und mein Mann auf dem Dach und ich dann irgendwie drin, aber ich glaube, dann haben wir ein Problem mit Beladung und dem Vorwärtskommen. Ja, es kam auch tatsächlich ein Tesla Model 3, wobei ich da schon direkt sagen muss, ja, ich liebe unser Tesla Auto und ja, ich fahre den auch sehr gerne. Aber ich muss ehrlich sagen, vom Preis her ist der leider nicht in meinem Budget drin. Das ist für mich too much und ich glaube auch, naja, also wenn ich einen Tesla nehme, weiß ich, was ich bekomme, weil wir fahren ihn ja nun auch schon seit ja, genauso lang wie den Zoe. Und von daher, ich würde schon gerne etwas nehmen, was wir bisher noch nicht hier im Portfolio hatten. Wir haben noch ein Special hier drin und das ist so einer, der in meinem Herzen auch ganz hell leuchtet, und zwar den ID. Buzz. Ich bin so ein bisschen verliebt, weil ich diesen ID. Buzz an Anlehnung an den alten Buzz sehr, sehr schön finde. Und ja, ich muss schon sagen, also von der Ausstattung her und auch vom ganzen Äußeren her gefällt der mir mega. Ob der bei mir im Budget reinpasst, naja, ich wage es zu bezweifeln, aber man kann ja mal ein bisschen träumen.
Was haben wir sonst noch? Wir haben zum Beispiel einmal den Fiat 500e, finde ich, ist ein schickes Auto, auf jeden Fall ein netter Stadtflitzer. Auch hier müsste man wieder schauen, passen wir da alle rein oder kriegen wir da Schnappatmung drin, weil die Hunde plötzlich schon hier neben im Ohr stehen. Muss man sich halt einmal genauer anschauen. Aber ich denke, da ranzukommen und da eine Probefahrt zu machen, dürfte relativ einfach sein. Was auf jeden Fall auch interessant ist, ist der VW ID.3. Auch hier, ja, ich finde ihn nicht schlecht, ist aber für mich, die halt auch gerne so ein bisschen was Exotisches mag, wieder so dieses, es ist der VW, es ist der ID.3, sehr angelehnt an den Golf und naja, muss man sich mal anschauen, ist halt ein sehr zuverlässiges Auto. Auch den sehe ich hier sehr häufig bei uns in der Stadt rumfahren. Auch da denke ich, werden wir relativ einfach eine Probefahrt mitmachen können. Wir haben tatsächlich auch einen MG hier in der Auswahl und zwar den zwei. Oh, Den Entschuldigung. ZS-EV und der MG5. Ja, und zwar den MG ZS EV und den MG, was? Five, 5. fünf, 5. ja, Entschuldigung, Der Kombi. der Kombi, genau. Den hatten wir uns jetzt tatsächlich gerade auch eben vor 5 Minuten selber mal angeschaut. Der Kombi soll jetzt noch kommen im Frühjahr. Der wäre wahrscheinlich auch sehr interessant für uns, eben wegen der Hunde, dass ich halt im Kofferraum die Hunde untergebracht bekäme. Da müssen wir mal schauen. Da gibt es halt hier bei uns im Umkreis leider keinen Händler, wo man direkt so mal eben hinfahren kann. Da müssten wir halt schauen, dass wir ein bisschen weiterfahren. Auf den Top 10 Plätzen, da können wir euch das jetzt mal eben nennen, war zum Beispiel auch der Opel Corsa E. Ja, Corsa kenne ich, bin ich auch schon gefahren. Ihm hatte ich ungefähr 4 Jahre lang einen Opel Corsa. Auch da müsste man erstmal schauen, wie der Wagen so von der Ausstattung her ist. Habe ich jetzt so gerade gar keine Vorstellung von. Und auch wie der Kofferraum ausschaut, also Platzangebot. Aber gucken kann man ja mal. Opel-Händler gibt es hier bei uns in der Gegend genug. Auch da werden wir mit Sicherheit relativ einfach an eine Probefahrt kommen können. Ja, dann kommen wir mal zum Hyundai Kona Elektro. Der Wagen gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der liegt auch auf Platz 2 von den Stimmen, die gesagt haben, guck dir doch den einfach mal an. Ja, also da wäre ich auch sehr dran interessiert. Auch da werden wir mit Sicherheit eine Probefahrt für vereinbaren. Und es gab witzigerweise tatsächlich auch Leute, die gesagt haben, behalte deinen Zoe. Ja, natürlich wäre das wirtschaftlich gesehen sinnvoll, wenn man ihn gekauft hat, den Zoe zu behalten und auch weiter zu fahren. Das würde ich auch machen, aber bitte bedenkt, das ist kein Auto, was ich gekauft habe, sondern geleast, weil ich ja erstmal eigentlich überhaupt schauen wollte, dass ja, passt das überhaupt zu mir? Ist Elektrofahren also eine Art der Fortbewegung, wo ich im Alltag mit zurechtkomme. Und von daher, ja, bleibt mir leider keine andere Wahl, als im nächsten Jahr im Sommer den Zoe wieder abzugeben. Ob ich mir einen neuen Zoe dann zulegen würde, das weiß ich tatsächlich nicht, weil, naja, mit den Problemen, die, also Probleme ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die Problematiken, die wir mit dem Zoe jetzt so hatten, haben mich so ein bisschen an dem Wagen zweifeln lassen. Aber gut, wir haben ja noch ein Jahr Zeit, beziehungsweise ich bin ja gerade erst noch so in der Findungsphase. Vielleicht bleibe ich auch bei einem Zoe und hole mir einen neuen Zoe. Mal schauen, man weiß es nicht. Ja, das war jetzt eigentlich mal so im Schnelldurchlauf so die Fahrzeuge, die wir hier aufgelistet haben. Also nicht alle Fahrzeuge, ganz klar, hatte ich ja eben auch gesagt. Diese Liste, die zeigen wir euch natürlich auch, werden wir euch einblenden und natürlich noch entsprechend die Modelle ein wenig vorstellen, damit die, die vielleicht sagen, was ist denn zum Beispiel ein Airways O5 oder was ist ein MG5, dann möchte ich gerne vielleicht mal sehen, weil das ist der erste Kombi, der auf den Markt kommt. Ja, den zeigen wir natürlich mal ganz gerne, damit ihr einfach auch mal wisst, welche Fahrzeuge ihr ja demnächst hier bei mir zu sehen bekommt. Denn natürlich werde ich jetzt anfangen und versuchen, die Kontakte herzustellen, dass ich halt eben auch mit den Fahrzeugen mal fahren kann. Und da nehmen wir euch natürlich mit, ganz klar. Lasst auf jeden Fall einen Daumen rauf da, abonniert den Kanal, damit ihr nicht verpasst, wenn ich in die Probefahrten reingehe. Denn ich denke, das ist für euch alle interessant, mal zu sehen, wie sehen denn die anderen Fahrzeuge aus und vor allen Dingen, wie verhalten die sich? Sind die alltagstauglich? Kann man mit denen alles machen? Oder ja, müssen wir halt weiterschauen.
Ja, hier geht's weiter zum nächsten Video. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächste Woche Sonntag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss zusammen.